Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Smash Bros. 4 Wii U Online. Wir starten direkt mal auf der N64 Tropentrubel DK Dschungel. Einer meiner Lieblingsstages, ehrlich gesagt. Ich will die eigentlich immer anwenden, wenn ich online spiele. Das ist hier die Omega Stage. Also nur so eine Ebene. Also horizontal. Keine Erniedrigungen und sonst was. Auch nicht die Kanonenfässer, die hier unten sind. Und direkt mal zu Anfang, ich spiele das hier nicht allein. Ich spiele das auch nicht gegen einen random Gegner, sondern ich spiele das gegen den guten Germi, der Best-of-Macher. Ja, der wollte unbedingt mal mit mir spielen. Habe ich mir gedacht, komm, tust du dem Jungen mal den Gefallen, spielst du mal mit dem. Und das sind, ich kann direkt mal sagen, der erste Kampf ist direkt der Höhepunkt vom ganzen Part. Ganz ehrlich, guckt euch den Kampf an. Wir haben mit 3 Leben angefangen zu spielen. Ich stehe da nicht so drauf, wenn man da mit 3 Leben spielt. Also ich will immer mit 2 Leben spielen, weil 3 ist mir viel zu langwierig. Viel zu langwierig. Aber das haben wir jetzt mit 3 Leben gemacht und ja, Germi ist ein richtig schwieriger Gegner. Ich sag's direkt mal. Also ziemlich schwer. Das ist eine Nuss, die schwer zu knacken ist. Ich habe da zwar mal wieder Pikachu genommen. Und ja, ich gehe ja sehr viel auf Verteidigung. Ich weiche sehr oft aus und nutze dann die Gelegenheit, wie jetzt auch hier, wo ich den rausgeschlagen habe. Ich nutze sehr oft die Gelegenheit, wo er ungeschützt ist. Das ist so meine Taktik. An dieser Stelle, der Gear2Gatlinger. Vielleicht kennt ihr den ja. Das ist auch ein Let's Player. Der regt sich darüber immer ziemlich auf, wenn wir online spielen. Wisst ihr, der ist immer so, ja, du weichst nur aus, ey. Ne? Das mag der gar nicht, aber das ist meine Taktik in dem Spiel. Ich kann nicht anders spielen. Ich bin so ein ziemlicher Ausweichjunge. Ich mache immer diese Ausweichmanöver. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, beim N64 bin ich da mal ausgewichen? Gar nicht. Ich bin immer reingerannt. Und ihr seht, ich habe einen ziemlichen Vorsprung. Natürlich. 3:2. Und ich habe immer noch das mit dem ersten Leben und der ist schon, der Germ ist schon auf 81. Was geht denn da ab? Was ist mit dem Jungen los, denkt ihr euch jetzt, ne? Ja, also, ich kann zur Entschuldigung sagen, er hat zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Let's Plays geguckt und war deshalb nicht so konzentriert. Und da hat er mich auch rausgehauen. Lädt er auch seinen Dreck weg auf, ey. Dieses Dreckschwein, ey. Nur am, der ist, ey, auch so ein, oh. Germi, ne? Hör mal, geht gar nicht. Ja, jetzt kommt wieder der Teil des Kampfes, wo ich gar nicht mehr treffe, weil ich mich einfach nicht mehr konzentriere oder so. Ist immer so. Das ist echt immer so. Und dann denke ich mir, okay, du musst jetzt wieder ausweichen, ansonsten kriegst du nur auf die Fresse. Guck, der hat mich jetzt schon auf 84 hat er mich jetzt schon geprügelt. 91 sogar. Der hat das richtig aufgeholt, weißt du, der war bei 104 oder so. Und jetzt bin ich schon bei 101. Der hat es geschafft, mich um 100% aufzuholen. Krass. Das zeigt aber auch, wie schlecht ich bin. Und da bin ich in den Rückstand gekommen. Ja. Wie gesagt, es kommt immer dieser Teil des Kampfes, wo ich nicht mehr treffen will. Oder kann oder soll oder... Es mag einfach nicht klappen. Keine Ahnung. Aber jetzt kommt natürlich der Zeitpunkt, wo ich wieder mir sage, okay, streng dich mal an. Sonst fliegst du hier gleich raus. Sonst bist du geliefert. Da habe ich den Donner genutzt, um den rauszuhauen. Da habe ich das gesehen, dass der zu diesem Zeitpunkt nicht aufpasst. Deswegen habe ich den Donner da gemacht, habe den Donner gezogen und zack, fliegt da raus. So, jetzt kommt der spannendste Teil, wie ich finde, an dem ganzen Kampf. Jetzt kommt der spannendste Teil. Aus dem einfachen Grunde, weil ich muss mich ja hier wieder rankämpfen. Weißt du, der hat mich jetzt schon auf 87% geprügelt. Der hat mich schon fast bei 100 und ist schon... Ja, der ist schon kurz davor, mich rauszuschlagen. Und jetzt denke ich mir, okay, komm. Wenn du jetzt nicht mehr rankommst, dann war das für dich. Da kannst du eigentlich schon von der Stage springen, dann war's das. Dann ist vorbei. Ich weiß nicht, da hat er hat auch irgendwie seine Konzentration so ein bisschen nachgelassen. Okay, da hat er jetzt mal so ein ZR gezogen, aber sonst... Ich bin schon auf 125, ne? Ich müsste eigentlich rausfliegen. Ich frage mich auch, warum hat der Germi das nicht genutzt? Warum nicht? Germi, das kannst du mir auch gerne mal schreiben. Was war da los? Hast du irgendwie...
Warst du so abgelenkt von den Let's Plays, dass du dich nicht mehr auf mich konzentrieren konntest oder so? Ich meine, das war eine sichere Gelegenheit für dich. Ich bin jetzt schon wieder fast auf 100 gekommen und zack, ist da draußen. Habe ich gewonnen. Das ist ein ziemlich unverdienter Kampf. Ich habe ziemlich unverdient gewonnen. Aber gewonnen ist gewonnen. So sieht's aus. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich gewinne fast nie. So, der zweite Kampf gegen Germi war schnell entschieden und ich war auch ziemlich schlecht. Ich habe mir gedacht, komm, wenn du immer mit Pikachu ankommst, wird's langweilig. Nimm doch besser mal Link. Und Dark Link ist das, glaube ich. Ja, Dark Link mit seinen Indianerstreifen auf dem Gesicht. Ja, diese Malzeichen. Aber ihr seht schon, ich mache dem kaum Schaden. Der hat mich einfach im Griff. Ich weiß nicht, Link ist mir viel zu langsam. Und was war das? Alter, ich bin da fast rausgeflogen. Ich weiß nicht, Link ist mir viel zu langsam. Ich mag eher so die schnelleren Charaktere. Es gibt Ausnahmen. Ich spiele Ganondorf sehr gerne, obwohl der langsam ist. Oder ich spiele auch Bowser sehr gerne, obwohl der langsam ist. Aber es gibt auch so Charaktere, die sind lahmarschig und haben nichts drauf. Und das ist für mich, naja. Und das war ziemlich dumm von mir. Ich mache nämlich immer die Taktik, wenn ich von der Stage fliege und mich wieder auf die Stage bringen will, mache ich das immer so, dass ich mich etwas schneller nach unten fallen lasse, um mich dann an die Kante zu hängen. Aber das klappt meist nie, weil ich dann viel zu schnell nach unten falle und dann nicht mehr an die Stage rankomme, an die Kante. Das ist ziemlich dumm von mir. Ich hab ihm noch nicht mal ein Leben abziehen können. Der hat mich jetzt schon richtig gebumst. Ziemlich schlecht, ey. Ich glaub das nicht. Ich kann auch gegen Rosalina nicht fahren. Also Rosalina ist, glaube ich, auch so ein Hassgegner von mir. Wegen dem Luma. Generell, das Attack-Moveset ist richtig ekelhaft von der. Die hat einen richtig hohen Rettungssprung. Die kann sich so gut retten. Das ist so krass. Viel zu krass. Und ja, da habe ich ihn fast rausschlagen können. Aber es hätte nicht sollen sein. Ich glaube, ich weiche auch mit Link zu wenig aus. Also mit Pikachu läuft das Ausweichen ziemlich gut. Aber sobald es mit anderen Charakteren losgeht, die ich nicht so drauf habe, vorbei. Also den einzigen Main, den ich jetzt... ich zähle jetzt mal die Mains, auf die ich habe. Okay, das war der Kampf. Ziemlich schnell entschieden, wie gesagt. Das war, glaube ich, eine Minute oder so. 2 Minuten hat er dafür nicht gebraucht. Also das war ziemlich schnell entschieden. Auch gar keine Spannung oder so drin. Nee, meine Mains sind Pikachu, klar, Bowser, Ganondorf, Toon Link, manchmal auch Link, aber, und Mario. Mit denen kann ich so einigermaßen spielen. Da haben wir auch schon mal einen zweiten Main. Bowser. Auch ein ziemlich schlechter Kampf von mir. Ich weiß nicht, was ich da an Attacken immer ziehe, das ist ekelhaft. Ich führe nur, weil ich Glück hatte, dass ich den Germi so oft getroffen habe. Und weil Bowser zum Glück so viel Prozente verteilt. Aber auch Ganondorf verteilt hat Prozente, ne? Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ganondorf ist auch ziemlich heavy, also der kann richtig auf die Fresse hauen. Aber ihr seht, ne? Das war's. Erstes Leben schon weg. Und da hat der Germi schon wieder mit 3 Leben gespielt. Was denkst du dir dabei? Ich hab dir extra geschrieben, okay? Bitte 2 Leben. Weil mir das sonst zu lang geht. Und dann macht er eiskalt wieder die 3. Also, Junge. Germi. Geht nicht. Ich habe ihm nicht mal ein Leben abgezogen und er hat mich wieder auf 50 geprügelt. Heftig, ne? Zack. Das ist meine Lieblingsattacke bei Bowser, Alter. Diese seitliche A. Die haut immer so viel raus, Alter. Der Smash-Angriff. Das ist richtig heftig. Da habe ich mir den nochmal gegriffen, Alter. Hat er verdient. Boah, das war richtig knapp. Da habe ich mich gefragt, was macht der denn da? Was macht der denn da? Der wollte mich... Ich weiß, was der wollte. Hat aber nicht geklappt. Der wollte mich, weil ich von der Stage geflogen bin, wollte der mich nach unten kicken. Wie es beim letzten... Der wollte mich einfach nach unten kicken, aber es hat nicht geklappt. Das war so ein bisschen dumm war das schon. Na, ob ich da nochmal rankomme, fragt ihr euch jetzt. Ah!
wäre ich mir nicht so sicher. Da habe ich auf jeden Fall... Boah, da habe ich ihm richtig viel abgezogen, Alter. Da habe ich mir gedacht, okay, komm. Das nutzt jetzt so aus. Wenn er dir schon über dir ist, dann machst du auch den Smash-Angriff nach oben. Und das hat voll geklappt. Das hat super geklappt, hat das, ey. Das hat dreimal hintereinander geklappt. Der Smash-Angriff zur Seite eben, der war auch ziemlich scheiße getimed. Das kann ich mit Bowser gar nicht. Das war ein ziemlich schlechter Kampf, auf jeden Fall. Richtig scheiße. Aber er ist natürlich besser als ich. Also, ich kann sagen, Germi ist ein richtig guter Spieler. Richtig gut. Also, ich glaube, ich hatte beim ersten Kampf mit Pikachu einfach nur Glück, dass der nicht so... dass der abgelenkt war vom Let's Plays gucken. Sonst hätte ich wahrscheinlich jeden Kampf verloren. Das ist der letzte Kampf für heute. Auch wieder etwas länger. Hat auch wieder damit was zu tun, dass wir wieder mit drei Leben spielen. Natürlich Mario, mein... Ich würde sagen, neben Bowser mein zweitliebster Main. Ich weiß nicht, ich habe den einfach drauf. Mario habe ich so ungefähr drauf. Also ich weiß schon, wie ich da seine Attack Movesets timen muss, damit der da richtig gut trifft. Obwohl ich sagen muss, dass die, dass beim Smash-Angriff die, oh, sag schnell. Die Reichweite beim Smash-Angriff ziemlich klein ist. Ich finde, Pikachu hat da eine ziemlich größere Reichweite. Aber Link ist ein ziemlich gefährlicher Gegner. Besonders sein Smash-Angriff nach unten und oben kann ich ziemlich schnell von der Stage hauen. Werden wir auch, glaube ich, gleich sehen. Es gibt, glaube ich, die ein oder anderen Szenen, wo der das macht. Und ich hasse auch diese Link-Spieler, die richtig viel die Bomben spammen, die Pfeile spammen, den Boomerang spammen. Ich finde das richtig ekelig. Ich weiß nicht, man soll den ja so spielen, ja klar. Link ist ja extra darauf ausgelegt, dass man den auf Reichweite und auf Nahkampf spielt, aber ich find's ekelhaft. Da könnte ich mich genauso gut in die Ecke stellen und meine Feuerbälle spammen, wisst ihr? Da habe ich gedacht, ich fliege raus, ey. Ich hätte eigentlich schon mit dem Tod gerechnet. Und wir liegen doch eigentlich nah beieinander mit den Prozenten. Also ich biete ihm auf jeden Fall da die Stirn. Aber er ist nun mal besser. Leider ist er gerne besser, aber der Zeitpunkt kommt, wenn ich besser werde. Ich spiele jetzt ziemlich oft online mit einigen Freunden, zum Beispiel mit Gear to Gatlinger oder mit Örsens. Und das war wieder so eine... Also mit DX, Spieler DX, das ist ja Örsens. Und das war auch wieder gerade richtig dumm von mir. Ich habe wieder gedacht, okay... Guck, dass der Link dich nicht angreifen kann, also... Geh wieder besser weiter so... Also speed mal ein bisschen mehr nach unten und dann häng dich an die Kante dran, aber... Das war wieder ziemlich scheiße von mir. Das muss ich noch lernen. Ich glaube, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo der einfach nicht von der Stage fliegen wollte, oder? Ich glaube schon, ja, ich glaube ja. Da habe ich auch nicht mit meinen Smash-Angriffen getroffen, weil der einfach viel zu weit weg stand. Ihr seht, wie kurz die Reichweite von Marios Smash-Angriffen ist. Zack. Das ist richtig heftig, wie hoch der einfach fliegen kann. Mit dem Rettungsangriff, sage ich jetzt mal. Also B oben, ne? Ihr seht, ich treffe einfach nicht. Außer jetzt habe ich ihn getroffen. Habe mich auch ziemlich gut halten können mit den Prozenten her. Ja, immer diese seitlichen Angriffe, die ich einfach nie treffe. Das ist so ekelhaft. Ich hasse es. Ich hasse es richtig. Ja, da habe ich den zweimal treffen können. Da war der... Das war ein bisschen untervorsichtig, sage ich jetzt mal, vom guten Germi. Aber ich traue mich einfach nie so richtig an die Gegner so ranzustellen. Ich bin immer so auf Distanz und warte immer auf die Situation ab, wo ich den treffen kann. Aber dann sehe ich mit Mario, oh, die Reichweite ist so gering, da treffe ich nie. Naja. Ich finde, das ist der zweitspannendste Kampf am ganzen Part. Der erste ist der spannendste gewesen. Und da hat er nochmal... Da habe ich ihn getroffen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das war richtig ekelhaft vom Germi, Alter. Richtig ekelhaft. Dass er einfach seinen Fall gespammt hat. Und mich perfekt damit getroffen hat. Und ich konnte mich nicht mehr retten. Das ist ekelhaft gewesen. Das hat auch den Kampf so ein bisschen entschieden. Und jetzt kommt die Trollgelegenheit beim Kampf, würde ich sagen. Da haben wir so ein bisschen, kleines bisschen getrollt, glaube ich.
wenn ich mich nicht um alles täusche, da mögen wir so ein bisschen getrollt haben, ja, da hatten wir so ein bisschen Spaß gehabt. Da hatten wir so ein paar Flausen im Kopf gehabt, ja. Boah. Das Ausweichen von der Bombe, das war voll gut, oder? Aber ich hab den auch noch rausgehauen, oder nicht? Wann kam das? Ich weiß auf jeden Fall, dass der Kampf so spannend war, dass er auch nur noch ein Leben hatte. Oh, da hat er das gespammt. Das war so richtig ekelhaft. Das habe ich gehasst. Oh, da habe ich ihn schon wieder nicht getroffen. Das ist ekelhaft. Ich hasse es. Ich bin einfach viel zu weit weg. Ja. Da habe ich das gleiche nochmal bei ihm versucht, wenn ihr das gerade eben gesehen habt mit dem Feuerball. Ich habe ihn getroffen, aber er konnte sich trotzdem noch an die Kante hängen. Das war schade. Aber ich werde es mir auf jeden Fall merken für die nächsten Kämpfe. Jetzt haben wir... Da fangen wir jetzt auf jeden Fall an zu trollen. Ja, da hatten wir ein paar Flausen im Kopf gehabt. Ja. Oh Mann, das war so ein bisschen krank. Aber warum habe ich den nicht rausgeschlagen? Ich habe den doch rausgeschlagen, oder? Hallo? Da. Das war so richtig ekelhaft vom Germi, Alter. Da haut er mich einfach nach unten. So krass war das. Der hat Link richtig gut drauf. Ich habe Respekt vor dem. Naja. Das waren die vier Kämpfe mit Germi. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ciao.